So, herzlich willkommen. Es ist soweit. Ja, wir kriegen ganz, ganz viele Geschenke. Also für euch und für Ja. uns. Ja, aber das sind ja eben die Geschenke, die man nicht gibt. Ja, die bekommt man einfach. Ja, nee. Nehmen wir das? Also es ist Sind die nicht. so gut? Ich glaube Wahrscheinlich nicht, nicht. ne? Nee. Ich Ja. glaube, sie ist bestimmt was wert. So ein paar, vier, fünf Tickets oder so. Ja, vielleicht. Also, Modern Masters ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur die guten Karten immer nehmen und dann die Deswegen. ganzen Länder. Ja. Was sind denn die guten Karten? Die guten Karten sind nicht Commons. Generell sind alle Commons scheiße. Auch der Noble? Ja, oh ja. Noble ist völlig overrated. Echt? Ja. Okay. Gute Uncommons sind, na, die Templer nicht so. Alles von den dreien finde ich gut. Das Tokenex ist, glaube ich, relativ sick. Müssen wir uns entscheiden. Gibt es dann Gewinns für Wert? Ja, nicht so. Try next to this oder Tokens. Also, Thrynax ist schon ein ziemliches Commitment, oder? Ja, würde ich aber nehmen. Also, Mana ist wirklich no issue. Ich habe Okay. bisher fünf Drafts durch und Mana ist eigentlich das, was man am leichtesten hinkriegt. Wenn man natürlich die Guildgates und die Signets hoch priorisiert. Okay. So. Hier haben Stony wir Silence ist nichts die. wert. Nee, eine Stony Silence ist Nein. nichts wert. Hier haben wir die Wahl zwischen Outrage ist gut, Izzet Charm ist okay. Im Moment sehen wir noch nicht so genau, dass wir blau sind. Ja. Aber häufig, man ist häufiger als nicht in vier Farben als drei, Okay. finde ich. Also man muss sehr darauf aufpassen, wohin die mehrfarbigen Karten gehen und welche Farben man wirklich braucht. Aber ich habe festgestellt, dass vier Farben nicht das Problem ist. Wir haben hier eine Spider, die ist natürlich der Hammer. Und den Wurm. Einen von den drei würde ich hier nehmen. Wobei Izzet Charm, glaube ich, eher ausfällt, weil sie einfach nicht stark genug ist dafür, dass sie blau hat. Ja, stimme ich dir Und zu. Ortwurm finde ich echt geil, hat mich sehr überzeugt. Okay. Aber ich glaube, wir wollen hier lieber eine Spinne haben. Spinne blockt alles. Ja, gefällt mir auch mehr als das Outrage. Spinne ist auch eine Sache, die sehr gut den Boden zumacht, wenn man zurückfällt, weil man hier gerade durch Tabländer und Signets viel Zeit im Anfang verliert. Und deswegen ist dann einfach eine Spinne zu legen, wo der Gegner, ja, er kann sie bouncen, das stimmt schon, aber zerstören ist nicht drin. Wir haben so ein Web. Web ist gut. Web ist vor allen Dingen dann gut, wenn man es schafft, diese Spinne zu bekommen. Aber ich glaube auch, Webs generell sind spielbare Karten. Also nicht zu unterschätzen. Pilgrim ist cool, aber Pilgrim Ja. hat natürlich den Nachteil, dass man ihn meistens eher Turn 2 legt. Und er macht Weiß, was für uns jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Roy ist ziemlich gut. Wir könnten Guildgate nehmen. Tja, alles offen. Was hältst du? Ich würde zu den Pilgrim tendieren, glaube ich. Also Finde wahrscheinlich, also auf jeden Fall über dem Guildgate, einfach weil er dann halt auch praktisch Weiß fixt. Ja. Und Ramp schon ganz nettes, glaube ich, einfach, weil du halt dann nicht so weit zurückfällst. Auch wenn du den Turn 2 legst, dann kannst, also gerade dann ist es ja wichtig, weil du dann erst einen Tabland gelegt hast, Genau. vielleicht irgendwie noch einen Tabland legst oder so, oder Was ich auch festgestellt habe, ist, dass der Zweier-Drop eigentlich der allerschlechteste ist. Also, du hast Signets, die willst du haben, aber ansonsten hast du fast nichts, was du auf der 2 legen willst. In diesen mehrfarbigen Decks, ne? Genau. Also ich meine, es gibt ja dann auch immer noch die, zum Beispiel die Gruul-Decks, Ah, die ja, nein. Burning Tree, Emissary's Chain und so Nee, weiter, genau. oder? Also schon in diesen mehrfarbigen Decks. Und da ist natürlich ein Pilgrim relativ cool, weil der auch richtig gut in die Guildgate-Schiene passt. Genau. Hier haben wir eine Inquisition, die 2 Ticks wert ist, aber ich glaube, wir gönnen uns hier Savage Leaders Land. Und das ist, glaube ich, so ein Pick, was ziemlich schwierig ist, weil normalerweise würden Leute zu dem Spectre greifen. Ja. Aber einerseits ist es relativ common, das heißt, man findet noch ein paar davon. Und Fixing ist wirklich so wichtig. Und Ja. wenn das jetzt ein rot-schwarzes Guildgate gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja. Weiß nicht, lieber eins oder das andere. Wahrscheinlich hätte ich auch eher dann das Spectre genommen, aber das wäre auch knapp gewesen. Ja. So, hier haben wir jetzt die Wahl. Spectre ist schon cool. Ja. Man hat auch sehr gern Blau, weil Blau und Grün die Farben sind, die am meisten fixen. Also Grün für die Karten selbst, also Explorer und Ranger, und Blau halt für den Hardcore. Wir können den Redform nehmen oder das Guildgate.
Rotbaum, ich mag Rotbaum. Ist natürlich auch richtig gut mit den beiden. Das stimmt, wobei ich ja auch den Jailbreaker total gerne mag. Und der so ein bisschen, naja. Ja, nehmen wir mal so ein Gateway. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der ist Das klasse. muss doch der Battlemage sein. Ja. Ja. Der hat auch häufiger mal weiß, einfach dadurch, dass man ein paar Sachen hat, die zufällig weiß machen. Ja. Signets sind relativ gut, weil man nimmt eigentlich jedes Signet, egal ob es jetzt nur eine Farbe macht oder zwei. Wenn es keine macht, ist es relativ Ja, schlecht, wenn es doppelt weil aufkommt, ja. gerade viele mehrfarbigen Karten hohe mehrfarbige Symbole zu Nichtsymbolen haben. Also Tower Gargoyles, Biting Trinax und all sowas kostet immer viel Farbiges und man kann sich nicht so erlauben, da zu blanken. Und ein Artefakt zerstören ist großartig, zwei Schaden zu machen ist großartig. Der kommt auch den 4-Drop-Slot, oder? Cool, hier haben wir zum Silver Ranger, auch klasse. Und jetzt haben wir schon eigentlich eine gute Mischung. Wir kriegen gute Karten, wir haben ein gutes Fixing. Jetzt können wir relativ gut priorisieren, wenn wir das eine besser finden als das andere, können wir jetzt eine Bombe nehmen, wir können gutes Fixing nehmen. Manchmal läuft es halt so, dass man eins mehr als das andere hat. Da muss man halt das Ganze verschieben. Aber im Moment kommen wir in den guten Punkt, wo wir immer die besten Karten nehmen. Und in einem Modern Master Set ist die besten Karten zu nehmen einfach immer das Geilste. Weil es gibt so viele gute Karten. Habe ich noch nie gespielt. Keine Ahnung, was es machen soll. Rootball Defenses, ja, wir haben jetzt auch schon Boden. Man könnte auch überlegen, den zu nehmen, weil wir so ein kleines Subthema mit Tokens haben. Gerade wenn man noch so einen zweiten davon bekommt. Aber ich glaube, der ist einfach stabiler im Durchschnitt. Der Und ist ja auch im Sacrifice Outlet praktisch. ja, er ist halt nicht so gefährlich. Ja, Und naja. das finde ich natürlich krass. Da hätte ich mich echt für entschieden, glaube ich, wenn man nicht den Trinix genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich die genommen. Einfach weil Tokens in Grün-Weiß schon echt stark ist. Also man sieht ja hier keine Ja. Tokens. Alles andere wollen wir eigentlich nicht. Ein Cover ist zu schlecht. Nehmen wir das Ziel für Sideboard? Nee, habe ich auch noch nie gebaut. Gerade wenn wir auch so mit. Ich glaube, wir gönnen uns hier mal den da. Kann sein, dass wir den spielen, wenn wir noch ein paar Token sagen kriegen. Wir haben ja, guck mal, hier das zum Beispiel ist ziemlich gut. Oder jetzt den Bomber vielleicht. Ja, ich mag Bomber eigentlich überhaupt nicht. Okay. Oh ja, mein Herz blutet schon die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte, den wir schieben. Ach. Es ist auch krass, man muss, es ist ein bisschen gefährlich, die Karten, ich glaube, sowas, die Karten nach dem Set zu evaluieren, weil in Iverson Restored Ja. war der Kart, war ja absurd. Er Ja. war eine der besten Karten, die man nehmen konnte. Und obwohl er jetzt immer noch gut ist, ist natürlich eine die Sache, dass Iverson Restored ein viel niedrigeres Power Level hatte. Das heißt, die Karten, die starken Karten waren noch stärker und die Removal waren nicht so gut. Ja, Hier kann genau. es halt sein, dass die billigen Removal ihn einfach abblasen. Das ist cool. Nee, können wir Also, das uns ein Guildgate gönnen, ja, oder? die Karte finde ich auch echt interessant. Die macht witzige Aktionen, gerade weil sie irgendeine Kreatur targetet. Das heißt, man kann auch gerne mal die Kreatur vom Gegner nehmen. Besonders schön ist es, wenn man die gegnerische, den gegnerischen Token blinkt Ja, also wenn und dann auch der. nichts discarden muss. Also, coole Sache. Grotto. Es gibt wirklich Leute, die Grotto hassen und sagen, das ist schlecht, wirklich zu spielen. Ich glaube, manchmal muss man einfach. Aber das Deck sieht nicht so aus. Wir müssen, insofern nehmen wir einfach so ein Revive. Das ist Was man so. wahrscheinlich auch niemals spielen wird. Nee, nee, nee. So ein Beetle nehmen, den werden wir auch nie spielen. So waren werden wir aber auch nie boarden. Insofern nehmen wir die Karten unserer Farbe. Centauri, das können wir zum Beispiel boarden. Wenn wir noch ein paar Länder davon kriegen. So, was wollen wir noch? Eigentlich ein paar Removal wären cool. Yun ist auch eine meiner Lieblingsfarben eigentlich. Weil die Kreaturen sind solide, der Palace Jailer, wie du schon gesagt hast, Ja. ist einfach eine Wucht. Wenn man da ein paar Signets mit ins Deck packt, hast du eine große Anzahl von starken Kreaturen, die 4-4 oder 5-5 sind. Ich habe dir ja beim Draften am Wochenende zugeschaut und ich fand es beeindruckend, wie dieser Jailbreaker einfach immer praktisch das Board dominiert hat. Also 4-4 ist einfach super solide in dem Set und da kommt eigentlich selten was dran vorbei. Was auch ist, dass 4 Power auch nach oben ziemlich gut ist. Ja. Also es gibt wenige Karten, die mehr als 4 kosten, die den outclassen. Ja, genau. Ja,
Ich meine, viel ist hier nicht, ne? Sowieso nicht, oder? Und wir sind jetzt auch nicht so hyperrot. Weil im Endeffekt sind wir gar nicht rot. Das heißt, wir würden uns jetzt fragen, ob wir einen Trinex gegen den tauschen. Und wir haben schon ein paar weiße Quellen. Ja, Also und ganz theoretisch, wie du ja sowieso gesagt hast, ist man ja ich vierfarbig. meine, ja. Wie gesagt, ohne Wir haben Blau. ja den Battle Mage, ne? Der will halt auch zumindest ein bisschen rot haben. Ja, aber wir haben ja dann wieder diese überflüssigen Sachen, wo es einfach mit draufsteht. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ja, bin ich ein Fan. Ob du da eine der. Hey. Naja. Absurderen Karten. Ich glaube, man könnte es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Wenn man blau ist, kann man vier Farben sich erlauben. Aber wenn man eher nicht blau ist, wahrscheinlich eher nicht. Es gibt aber auch nicht so viele Dreifarbenkombinationen, die nicht blau Du meinst in vierfarbigen Kombinationen? Ja, nee, dreifarbig. Weil ja, wenn du nicht blau bist, Ach so, also du kannst ja ja. nur wirklich nur Jund oder Absan. Oder gibt schon einige, oder? na, Jund oder Absahn, der Rest ist ja nicht so wirklich dabei. Du musst ja schon irgendwas haben, was grün hat, wirklich. Ja, okay. Ja, ich glaube, auch wenn die Karten ja alle echt fantastisch sind, jetzt würde ich natürlich viel lieber noch so einen haben. Ja, das Aber. Gruel Signet sieht auch schön aus. Und das Spectacle, aber ja. So, hier hätten wir ein Signet unserer Wahl. Fiery Justice, extrem starke Karte. Ja. Könnten wir überlegen, ob wir vielleicht doch uns noch wagen, in Rot reinzugehen. Das macht natürlich leider Blau, was ein Satz ist, den man relativ selten sagt. Oh Mann, das Signet macht Blau. Ärgerlich. Aber ansonsten ist ja auch nicht viel los. Was denkst du, Ja. schaffen wir das? Ich meine. Wie du halt schon meintest, die Opportunity Cost, wie man so schön sagt, ist halt, finde ich, so gering. Ich meine, Gift of Azor ist jetzt nicht so die beste Karte. Ja, ne, Signet Also ist sie schon. ist wahrscheinlich würden wir das Signet nehmen, ne? Signet ist schon schade. Aber ich glaube, wenn wir es hinkriegen, lohnt sich das schon. Ja, okay. Ja, das Das. ist ein Signet, Ja, ne? es ist schade für den Trinax. Also Ja. der hätte natürlich auch ganz cool irgendwie reingepasst. Hier haben wir noch einen Rage. Auch vielleicht kriegen wir sogar noch das Explore wieder. Explore ist sozusagen das Signet für Arme, wenn man eine Menge Guildgates hat. Ja. Aber hier sind wir bei Signet einfach. Hyper zufrieden. Und dann noch so ein Pilgrim. Finde ich gut, finde ich gut. Damit wären wir auch bis auf den 2-Drop-Slot, wo wir durch noch einen Ranger oder einen Sigil nehmen können, auch fast schon abgesichert und könnten Länder über viele andere Sachen nehmen. Das Einzige, was jetzt noch wirklich fehlt, ist ein bisschen Rubel. Ja. Da hätten wir ja noch ein paar Webs im Angebot. Sowas ist auch ziemlich gut, weil die einfach zu jedem Zeitpunkt viel Einfluss hat, wenn man natürlich Länder nimmt. Und ich glaube, ich würde hier eher nicht einen dritten Pick nehmen. Ja, die haben auch diminishing returns, wenn also du willst ja möglichst einen früh haben, aber es sind ja wirklich schlechte Top-Decks. Ja. Auch in mehreren sind sie nicht gut, selbst wenn du sie früh legst, ne? Selbst wenn du irgendwie Turn 1 den legst und Turn 2 noch einen und ein Tapland. Ist jetzt nicht so das Allerbeste. Okay, ja Ja, gut, ja, nehmen wäre wir es eine nicht, Spinne. ne? Bronximoor ist natürlich auch relativ cool, wenn man es schafft, viele Kreaturen irgendwie ins Spiel zu bringen. Ob sie da triggert denn Ja, also es ist immer. nicht absurd, ja. Man kann mit Rotworm und Spiders, würde auch mal die Pilgrims besser machen. Aber, Die Spinne ist halt schon sehr solide einfach. naja, es ist halt Doppelgrün. Und Wobei wir das. halt sehen, dass unser Grün wird, fast alles ist grün. Ja. Insofern wird es an Doppelgrün wahrscheinlich nicht scheitern. Und das Aether Tower ist wahrscheinlich zu schlecht. Ja, naja. Gerade auch, weil wir es kaum conspiren können. Ja, hier nehmen wir so einen Explorer. Ja, ist. Man könnte auch den Lorekeeper überlegen, ne? Also ich habe ihn noch nie gespielt und ich glaube, er ist aktiv eher nicht gut. Aber vielleicht ist es auch nicht richtig. Gibt es denn nebenbei Removal, was den wegmacht? Es gibt halt den Pinger, ne? Einen Common. Der mit Unearth, der Vivien Singer. Der wird noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, wir nehmen ja mal den. Wir haben so einen Flicker-Wisp. Aber der kostet doppelt weiß, den können wir uns nicht leisten. Naja,
Ja. Also, naja, wir haben halt doppelweiß, ja, aber wir wollen auch nichts flickern. Aber wollen wir denn irgendwas anderes haben? Ist die Cobra gut? Die Die ist ist okay, okay, ne? ja. Gerade dadurch, dass sie Reach bekommen kann, kann sie auch mal so einen Tower Gargoyle aufhalten. Den werden wir nicht spielen, gerade weil unser 5-Drop sowieso schon gut genug ist. Blink Ja. werden wir nicht spielen, den finde ich nicht gut in dem Deck. Insofern nehmen wir einfach die Cobra. Wenn wir Okay. jetzt ein, zwei Sylvan Ranger mehr hätten, finde ich Flickerwisp gar nicht so schlecht. Weil dann hätten wir was ziemlich Attraktives, was wir wirklich binden wollen. Aber so würde ich eher für die solide Variante gehen. Ich hoffe am Ende, sie nicht spielen zu müssen. Weil ich würde lieber noch zwei Signets spielen und dann sagen, wir haben einfach keinen Zwei-Drop-Slot. Ja. Aber manchmal hat man keine Wahl. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt nicht viel, was über 5 geht. Also es gibt auch keine sehr teuren Sachen. Und der 5-Drop-Slot ist sozusagen das Maximum, was auch dafür sorgt, dass halt die Kreaturen nicht ziemlich groß werden. Also die Kreaturen sind alle sehr flexibel, also stabil von den Mana-Kosten her, weil es ist ja ein gutes Set, aber sie werden halt später nicht ausgelastet. Hier nehmen wir Courage. Auch wenn wir es eher nicht spielen. Ist das auch zu schlecht? Also ich meine, es ist wahrscheinlich. Es ist, wie steht es im Vergleich zu dem Gift of Azor? Okay, das ist viel besser als Gift oder so. No. Aber es gibt wirklich sehr viel Bounce, sehr Removal, viel. Flicker. Ja, die Removal sind alle unconditional. Also du schaffst es einfach, eine Kreatur wegzumachen, egal wie groß sie ist. Ja. Und das ist schon sehr gefährlich für solche Auren. Also ich glaube, es ist eher eine Sideboard-Karte als eine Mendel-Karte. Aber beides kommt wahrscheinlich gleich häufig vor. Slaughterhorn ist einfach crap. Ein Revive brauchen wir auch nicht. Und das. Cool. Oh. Das ist ja witzig. Na gut, gucken wir mal, ob wir vielleicht. Das ist natürlich eine gute Kombi. So, also, wir wollen Guildgates bzw. Länder. Das da. Oh, das Das ist wäre übrigens cool. dieser Pinger. Ja! Der Der ist ist auf Uncommon. Ankommen Das geworden. Der verstehe war ich. nämlich Kommen. Okay, ja, weil die habe ich noch nie gesehen. Es gibt so ein paar Karten, die habe ich noch gar nicht gesehen. Klar, ist ein bloßes Set. Ja, gibt nicht viel zu hadern. Ne? Ja. Richtig gute Kombination ist, mit dem anzugreifen, Turn 4. Und dann, bam. Was haben wir noch? Rewind. Naja. Ist auch irgendwie Removal des Armbandes. Das ist immer spannend. Ja, wenn man uns harmonisiert, ne? Harmonized finde ich besser als dem zweiten Battle Mage. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ich finde Terminus auch echt. Gerade weil wir so. Funktioniert auch so schön mit Obsidian, oder? Oder? Nee, funktioniert nicht mit Obsidian. Das funktioniert. Naja, wenn man den Gegner schon zuzieht. es ist auch nicht super absurd, das Guildgate zu nehmen, obwohl es ziemlich absurd ist. Das Also finde ich Harmonize ist ziemlich einfach absurd. flat besser. Ist einfach das Ja. bessere Fixing. Ich sehe nicht, dass wir uns Terminate leisten können. Terminus, Terminus. ja. Das funktioniert so überhaupt nicht mit den Pilgrims. Das ist ein bisschen schade. Ja, auch mit den Spiders und so. Ja. Ist alles nicht so. Da glaube ich nicht über Harmonize. Ha, okay. Da ist ein guter 3-Drop. Wir haben uns hier so ein bisschen in unserem Token-Deck gebackdoort. Ja. Was, ja, man könnte dann überlegen, ob man noch Ice in Disguise spielt und eine Rootbound Defense. Da hätten wir, glaube ich, auch eine relativ spät aufnehmen können und haben irgendwas anderes genommen, aber hier nehmen wir Benjamin. Die kommen auch immer in Rudeln. Ja, naja, ne? Was soll man machen? Ja. Hier ist auch nichts anderes drin. Man könnte überlegen, das Guildgate zu nehmen, wenn wir auf die Karten stehen. Aber ich glaube, Trinex ist so ein bisschen. Trinix ist sowieso momentan ziemlich außer Frage, weil wir jetzt erstmal schauen müssen, wie wir denn dieses Doppelschwarz hinbekommen, ne? Weil jetzt sind wir hauptsächlich weiß-grün und müssen schauen, wie wir diese Obsidian So ein spielen Call können. wäre noch ganz geil. So ein Call Ja. of the Clan, okay. Ja. Und dann sagen wir einfach, ja, der Rest. So, okay, aber hier nehmen wir einfach eins von den beiden. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich interessant.
welches von beiden besser ist. Ich würde sagen, es ist das Nicht-Grüne. Wir wollen mehr Forest spielen, damit wir Pilgrim spielen können, Ja, ne? Pilgrim und Und Explore. Ranger, und deswegen Ja. ist es auf jeden Fall das. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt gerade 23 Karten, das wäre ein Deck. Pilgrims sind natürlich auch cool für den, dass sie Mana fixieren, was da reinzählt. Im Moment, die erste Karte, die ich rausschmeißen würde, wäre wahrscheinlich die Cobra. Und wir splashen, also splashen in Anführungszeichen auf den Rockbaum. Ja, würde ich sagen. Also vielleicht nehmen wir einen raus. Für ein Eisen des Skies vielleicht. Möglich. Gerade dadurch, dass wir zwei Calls haben, ne? Ja. Na, hier. Da sind wir nicht gut genug, ne? Nee. Wir haben Hier noch würde ich Glück. einfach. Ja. Raktor Ich glaube, ich Single. würde einfach noch ein Geldgeld aufnehmen, oder? So, eins da. Raktor Single macht rot, was gut für den Battlemage ist. Ja, das Wir stimmt. könnten das einfach. Naja. Sagen wir mal, wir würden jetzt noch einen Ranger kriegen. Fände ich es gar nicht so schlecht, noch Justice und Ground Assault zu spielen. Einfach weil wir so wenig Removal haben, Ja, dann könnte man dadurch. einen Rotom rausnehmen. Ja. Und wirklich die Cobra. Die Frage ist, wie gut hier das Guildgate ist. Grün ist halt wirklich gar nicht so wichtig. Glaube ich. Aber oh, ich glaube, wir nehmen hier mal das Signet. Und, ja, okay. Das ist natürlich klasse. Ja. Ärgerlich, aber das ist eigentlich genau das, was wir haben Das ist wollen. auch ein guter Booster, ne? Also der Exarch ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Wenn wir, Ranger hat natürlich auch den Vorteil, dass er wieder für Templar besser ist. Exarch ist klasse. Gerade weil er auch Non-Creature-Card, also man kann auch Länder Ja. wecken und sowas. Also das ist schon cool, Ja, aber aber. über Putrefy geht auch nichts. Nee, ich würde noch, einen Ranger würde ich noch nehmen. Was machst du? Whenever Non-Token-Creature, you control dice. Okay. Klingt nicht so umwerfend. Nee. Dann nehmen wir vielleicht einfach eine Deliverance für Sideboard. Ja, wie viele Token haben wir denn? Wir haben Advent, zwei Calls. Ja, Und die und die beiden beiden Spider. Spinnen ist nicht so wirklich viel, ne? Also gegen die aggressiven Decks würde ich wahrscheinlich eher Zoroark boarden. Wie gut ist der denn? Ist der spielbar? Ja, nicht, wenn wir hauptsächlich grün-weiß sind, ne? Wie nehmen wir das? Rot-Weiß. Rot-Weiß oder Web? Ich glaube nicht, dass ich Web spielen, also nehmen würde in dem Spot, einfach weil wir sowieso schon genügend Playables haben. Web. Und klar, Web ist natürlich schön, einfach weil wir auch noch nicht so viel Removal haben, aber da würde ich mir eher die Option offen halten, noch das Rot zu Das splashen. Schlimme an Web ist auch, dass es relativ viel gibt, was es abfallen lässt. Die Blink-Effekte und Ja. dann gibt es diesen Goblin, der plus 2 plus 0 macht. Ja. Das ist schon gar nicht so wenig, was zufällig auch wieder diese Effekte hat. Ich mag das Web sehr mit der Spinne. Weil die Spinne die Möglichkeit hat, das Web immer wieder zu holen, weil es auch Ja. aus dem Friedhof zählt. Ja. Was ein wichtiger Punkt ist, wenn man diese Spinne hat, sollte man immer die Spinne sofort aktivieren, egal ob man es braucht oder nicht, Ja. weil man das Web niemals ziehen will. Und egal, ob dann die Kreatur, also selbst wenn der Gegner 4-4 hat, ja, wir nehmen ja, aber wahrscheinlich geht er. Noch einen brauchen wir nicht. Selbst wenn die Kreatur 4-4 ist und das Web wieder abfällt, kann man es wieder benutzen, dafür kann sie ja nicht angreifen. Ja. Ja, werden wir nicht spielen. Aber ist irgendwie die beste Karte. Rot-Grün. Okay. Ich meine, Ja. jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir uns das leisten können. Gucken wir uns mal an. Witch. Obwohl, die machen eh nichts. Soll worden, Ja. Machst du noch morgen. Also, wir haben schon genug Rot eigentlich, glaube ich. Was würden denn nicht spielen? Ich glaube, die Courage ist nicht gut genug. Da fehlt mir auf jeden Fall die Courage für. Ha! den einen Rotom würden wir rausschmeißen wahrscheinlich, ne? Ja, so. Und die Cobra wollten wir dann vielleicht nicht spielen, Ah ja, wobei weil da wir das müssen. Signet haben. Genau, So, dann richtig. würden wir so, so und den da spielen. Und jetzt hätten wir. Das wäre noch ein Spell zu viel. Es sei denn, wir Ne, spielen wir nur haben ja zwei 16. Signet. Wir haben zwei Ja, Signet, zwei und zwei Explore. Und Pilgrim. zwar Pilgrims, ich glaube, das ist 16 fair. Jetzt haben wir zwar nur in Anführungsstrichen 1, 2, 3, 4, 5 rote Quellen,
Aber das ist okay, glaube ich. Und dann musst du den Mountain auch noch dazu ziehen, wenn du Ah, den ja. Mountain Korrekt, spielst. sechs rote Quellen. Und sechs rote Quellen sind auf jeden Fall genug. Das Gemeine natürlich an einem Mountain ist, dass er extrem schlecht für den Obsidian ist, Ja. aber das ist okay. Und ich glaube, Trinax lohnt sich ja nicht, weil die beiden Karten haben den Vorteil, dass sie später in Turn 6, wenn man dann den Mountain zieht, auch genau das machen, was sie machen sollen. Trinax ist da eher ein bisschen Genau, das ist ja einer schwächer. der Hauptpunkte für splashbare Karten. Und dass du dich halt immer fragst, okay, weil du ziehst ja den Splash im Schnitt halt auch nicht sofort. Genau. Und genau deshalb willst du, dass deine Splash-Karten eben später auch gut sind. So, also wir wollen das. Wir wollen relativ viel Grün, weil Grün unser Fixing ist. Ja. Die Guild Gates sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Grün, das ist schon echt viel. 10 Grün ist purer Luxus eigentlich schon. Ja, Also neun. normalerweise, also wir haben ja noch ein Signet, das ist normalerweise endet man so bei 8 bis 9. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. 6, 7 und ein halb, also so 8 würde ich sagen. Das ist auch fair. Das ist eigentlich sogar schon ziemlich gut, weil unser Weiß jetzt auch nicht so excessive ist, ne? Ich meine, unsere drei Drops kosten ein Weiß, der Advent kostet ein Weiß, nur der Obsidian kostet zwei. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal gucken, wie das Schwarz aussieht, weil. Ja, das ist nicht viel, ne? 1, Ja. 2, 3, 4, 5, 6 und ein Swamp werden 7. Sie müssen nicht so schlecht, wir haben nicht viel Schwarz. Ja. Theoretisch könnte man überlegen, ich glaube, so können wir es erstmal machen, lohnen sich denn die Obsidats? Ne? Also, unser Deck verlangt eigentlich nicht nach den Obsidats. Wir haben ja gute Möglichkeiten, sie zu ersetzen, also wir könnten ja theoretisch einfach so machen. Und dann sagen, okay, Doppelschwarz ist einfach zu hart. Und nehmen lieber andere Karten rein. Aber ich glaube, sie sind stark genug. Und ich glaube, unser Fixing ist gut genug. Also beides zusammen. Wir müssen ja nur eins von diesen Quellen ziehen. Dann ist ein Ranger zum Beispiel ganz gut. Wir ziehen schon so ein bisschen Karten mit Explore und Harmonize. Wir sterben auch nicht so. Ich glaube, das geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Plus. Die da und Obsidats sind ja auch später noch mal gut. Ja, Vielleicht können wir ich eins würde, mehr machen. ja, können wir gleich mal schauen. Ich würde sie vor allem auch spielen, einfach weil der Rest von uns gar nicht so eine gute Durchschlagskraft hat. Na, ich meine, wir spielen Call of the Herd, macht 3-3er, Centaur Healer ist ein 3-3er, die Spiders blocken halt gut, aber machen ansonsten nichts. Und außer den Tempel vielleicht und den Wurm oder die beiden Würmer, kommen wir. Zum Beispiel an so einem Jailbreaker gar nicht so wirklich vorbei. Ne? Wenn der Gegner einen Jailbreaker legt, sieht vielleicht gar nicht so toll aus. Und mit Obsidian haben wir nicht nur viel Beef, sondern halt auch noch Reach, um den Gegner möglichst auszubrennen im späten Spiel. Ich glaube, ich würde einen von denen wegnehmen. Weil wir haben schon relativ viel, was auf der 3 ist und würde noch so einen reinpacken. Einfach aus dem Grund auch. Ja, auch aus dem Grund, weil wir relativ viel Beschleunigung haben. Ja. Wir spielen gerade auch ein bisschen über der Ratio für Mana. Ich meine, wir Ja. spielen 16 Länder und 6 Karten, die irgendwie so ein bisschen was mit Mana, 7 Karten. Da sind ein paar teure Karten, glaube ich, schon relativ gut. Ja. Alright, machen wir so.